Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Draw Manga. Ich habe jetzt doch eine längere Pause gemacht, wie ich eigentlich wollte. Ja, und habe schon 3 interessante Tage an der Games Academy im Work-in Animation Workshop hinter mir. Oder war es jetzt doch ein anderer Workshop? Ich glaube, das war nicht Work-in Animation, sondern, naja, Games Academy Workshop halt. Der zweiwöchige, wo ich nur die Hälfte mache. Ja, und die Tage, die waren total interessant. Oh, ja, und bei mir ist gerade wieder Gewitter und es fängt gerade voll an zu schütten. Am besten mache ich das Fenster mal zu. Bis gleich. Ja, genau. Wie gesagt, bei mir ist gerade Gewitter. Also wenn ihr irgendwas im Hintergrund... Ach Mann, jetzt hängt es wieder. Mist! Ja... Okay, also wenn ihr irgendwas im Hintergrund grummeln hören solltet oder irgendwas plauzen, das ist das Gewitter. Lasst euch davon nicht irritieren. Ja, ich mach mal hier weiter. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viel abzeichne. Ich glaube, ich werde bloß ein paar Gebäude nachzeichnen und die dann irgendwie duplizieren oder mir noch was Neues einfallen lassen. Huch, falsche Ebene. Ach, auf welcher Ebene muss ich denn jetzt arbeiten? Ich beschrifte die immer nicht, das ist blöd. Ja, hier! Gleich gefunden auf Anhieb. Das ist ja was ganz Neues. So. Also, ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu arbeiten. Weil ich bin ja jetzt ein bisschen beschäftigt mit ein paar Projekten. Und, ja, keine Ahnung, irgendwie... habe ich das Bedürfnis, mich zu beeilen. Ach Mann, und komme jetzt gerade wieder nicht mit Zeit klar. Tja, man muss auch mit dem Programm klarkommen, mit dem man arbeitet, ne? Wäre gar nicht so schlecht. So. Ja, und wie gesagt, der Workshop... Ach nee, jetzt habe ich hier kein Schwarz genommen. Heul. Alles rückgängig machen. So, jetzt. Jetzt habe ich Schwarz. Hört das Plauzen? Grummel! Das ist komisch. Also, die ganze Woche war richtig heißes Wetter. Und keine Spur von Gewitter. Und jetzt, wo ich mal mein Let's Draw aufnehmen möchte, fängt es natürlich an zu gewittern. Das ist mal wieder das perfekte Timing. Eigentlich nehme ich nicht gern bei Gewitter auf, weil, wie gesagt, dann habt ihr Grummeln im Hintergrund. Es kann irritieren und zum einen ist es eben gefährlich für die Technik. Eigentlich sollte man bei Gewitter alle Stecker rausziehen, am besten. Dass auch ja nichts kaputt geht, falls irgendwo hier der Blitz einschlägt. Ne? Da kannst du dann auch Kurzschlüsse geben, Stromausfall und da können auch Geräte kaputt gehen, beschädigt werden. Naja. Eigentlich dürfte ich gar nicht aufnehmen. Eigentlich bin ich ja ein gewissenhafter Mensch, die sowas nicht riskiert, dass die teure Technik kaputt geht, weil das Grafiktablett, was ich hier habe, das ist ja ein Cintiq 13 HD. Das ist auch nicht gerade mal ein Tablett, das du dir einfach so mal kaufen kannst. Das kostet 800 Euro, über 800 Euro, 900 Euro, sorry. Und ja, ich habe es schon vergünstigt bekommen. Weil ich bei der Firma im Internet angegeben habe, dass ich selbstständige Künstlerin bin. Was ja auch stimmt. Ich nehme Aufträge an und verdiene damit Geld. Und na, manchmal, jetzt nicht regelmäßig, also wirklich nur manchmal, dass ich wirklich ein paar Aufträge bekomme. Manche denken ja jetzt, ich bekomme voll viele Aufträge. Das stimmt so nicht. Ich habe jetzt bloß in letzter Zeit viele Aufträge bekommen. Weil jetzt so viele angefragt haben, innerhalb von 2 Wochen. Also so 4 Leute haben, glaube ich, angefragt, ob ich was für sie machen kann. Und deswegen, ja, habe ich das mal alles angenommen, obwohl es ein bisschen viel auf einmal ist. Aber ich dachte mir, du kriegst nicht so oft Aufträge von Indie-Game-Designern oder Indie-Game-Programmierern, für die du was zeichnen kannst. Und deswegen habe ich das alles mal angenommen. Sofa Games, so eine Let's Player Gruppe, hat auch angefragt, ob ich für die Gruppe ein T-Shirt designen könnte. Also die wollen ein T-Shirt drucken mit einem Bild, was ich für sie zeichnen
könnte am besten. Also die drei, ich glaube, es waren drei oder vier Leute auf dem Sofa, die zocken, als Chibis gezeichnet. Und ja, sowas nehme ich dann natürlich gerne an, ne? Das ist natürlich schön, wenn man Aufträge bekommt, wenn man angesprochen wird. Das ist immer gut für einen Künstler. Also, wenn ihr mal an dem Punkt seid, dass ihr gefragt werdet auf YouTube, ob ihr Bilder zeichnen könntet, weil ihr ja so schön zeichnet, dann versucht immer viele Aufträge anzunehmen und nicht so viel abzulehnen, weil macht einen besseren Eindruck. Dann bekommt man vielleicht auch mehrere Aufträge, auch mal wieder von denselben Leuten. Ne? Also versucht immer so viel wie möglich anzunehmen, aber natürlich auch so viel, dass ihr das auch schaffen könnt. Aber das ist selten der Fall, dass man so viele Aufträge hat, dass man gar nicht hinterherkommt. Also das ist ja nun wirklich selten der Fall. Da muss man schon wirklich sehr gut und ein sehr gefragter Künstler sein, mit Erfahrung und was weiß ich allem. Und ja, ihr versteht sicher, was ich meine. Ja, und von meinem Workshop an der Games Akademie, an dem ich jetzt diese Woche und auch nächste Woche 2 Tage teilnehme, werde ich euch natürlich auch was erzählen. Und falls ich die Ausbildung anfangen sollte, dann ja, werde ich euch natürlich schön mit Fachwissen versorgen können, was ich da alles mache, ne? Ach, dieses BVG-Symbol, das brauche ich nicht abmalen. Jetzt mal ehrlich. Nee, 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 nee. Blöde BVG. Bäh. Ja, und dann kann ich schöne Tutorials machen von auch Pro 3D-Programmen, was ich jetzt auch lerne an der Games Academy. Bloß, da hatte ich eben jetzt nur die paar Stunden, jetzt am Anfang. Das waren so meine ersten Stunden Programmeinführung Unity 3D. Also Unity 3D ist das Programm, womit wir da arbeiten, hauptsächlich an der Games Academy. Und das ist auch gratis, das kann sich jeder runterladen, kostet nichts. Wie Blender. Obwohl, ich glaube Unity 3D, ja, Unity 3D war kostenlos. Genau. Und damit, das ist eine Engine. Nee, das ist kein 3D-Programm. Doch, das ist ein 3D-Programm. Aber nicht sowas wie Blender, sondern es ist eine Engine. Damit kann man Computerspiele entwickeln, designen und zum Laufen bringen. Das sind quasi Skripte drinne, die schon vorprogrammiert sind, die als Vorlage gegeben sind. Und so kann man da sein eigenes Spiel da zum Laufen bringen, indem man dann bestimmte Funktionen und so weiter eingibt und Copy-Paste einfügt und was weiß ich. Da kann man ganz viel damit machen. Und ja, 3D. Also am Montag hatte ich Unity 3D den ganzen Tag. Und da haben wir dann eben so verschiedene Sachen versucht zu programmieren. Naja, oder ausprobiert. Das ist ja alles schon vorprogrammiert. Also so richtig programmiert haben wir da nichts. Bloß uns wurde da auch gezeigt, wie man da einen Charakter zum Laufen bringt, wie der dann springt, was man da für Skripte nehmen muss und was man da einstellen muss und wie. Und das war ganz schön anstrengend. Ich meine, ich bin nicht die Programmiererin. Huch, das wisst ihr ja. Ich bin ja mehr fürs Visuelle, fürs Zeichnen. Concept Art möchte ich ja gerne machen. Vielleicht auch Character Design. Und ja, das war ziemlich anstrengend für mich, das Programmieren, weil ich kenne mich da nicht so gut aus. Im Informatikbereich bin ich nicht besonders gut informiert. Aber so die Grundfunktionen und so weiter muss man eben als Artist auch können. Also werden an der Akademie auch vermittelt, das Informatische, dass man ein bisschen was programmieren kann, auch selber, dass man dann seinen eigenen Charakter im Spiel auch zum Laufen bringen kann oder eben den auch ein bisschen animieren kann, in Aktionen bringen kann, ne? Dass man nicht so von den Informatikern, von den Programmierern abhängig ist, sondern da auch selber ausprobieren, agieren kann, ne?
Genau. Alles klar, jetzt geht's wieder. Ja, also wie gesagt, Unity 3D am Montag. Am Dienstag, ich guck mal auf den Plan. Ich habe ja mein Vorlesungsplan hier. 3D Modeling Basic. Genau. In 3D Max. Also 3D Max oder 3D Max. Und ja, das war auch richtig interessant, aber auch richtig kompliziert. Also 3D-Art, Hut ab, wer das flüssig drauf hat, alles die ganzen Funktionen da, um in 3D zu erstellen. Ich denke mal, das meiste ist wirklich Übung. Man muss sich da wirklich einfach reinfuchsen. Man muss es einfach ausprobieren, verschiedene Sachen ausprobieren. Also 3D Max. Ich kann es ja mal hinschreiben. 3D Max. So. Und am Montag hatten wir Unity 3D. Das ist eine Engine zum Erstellen von Spielen und um da Charaktere zum Laufen zu bringen und so. Und 3D Max ist wirklich, um Charaktere, Gegenstände, alles zu erstellen in 3D-Form. Und ja, das interessiert mich auch total. Ich habe auch viele interessante Leute kennengelernt auf der Games Academy während meines Schnupperkurs bis jetzt. Einer davon ist ein ziemlich talentierter Künstler, der hat mich besonders beeindruckt. Ich habe ja hab mal sein Portfolio, so sein Skizzenbuch mal durchgeguckt. Das ist schon echt krass, was der drauf hat. Ich habe auch eine Visitenkarte von ihm bekommen mit seiner Künstlerseite. Das schreibe ich euch auch mal hin. Xenmut.com. So, ne? Das ist sein Künstlername anscheinend. Xenmut. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der spezialisiert sich so auf 3D-Art und Konzept-Art und der ist auch richtig gut. Der macht so Sachen, wo ich auch gern mal hin möchte. Und ja, als ich sein Skizzenbuch gesehen habe, das ist einfach fantastisch, was der macht. Der ist richtig gut. Also, da möchte ich auch gern mal hin, zeichnerisch, was der so kann. Das ist schon echt beeindruckend, sowas. Also, da komme ich mir wie eine Anfängerin vor, wenn ich so eine Leute da, wenn ich solchen Leuten begegne. Und der ist schon richtig gut und er muss sich trotzdem als Künstler durchbeißen und ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe, dass es bei mir gut läuft später mit einer Stelle finden. Und ja, ich hoffe, das funktioniert alles. Ich mach mal den Hintergrund, ich komme mal zu meinem Bild zurück. Ich verschiebe mal den Hintergrund hier unter meinen Nägel, dass das nicht so über der Figur drüber huscht und so, hinter der Mauer, so, dass ich hier nicht drüber zeichne, das nervt mich ein bisschen gerade. So. Und ja, also ganz interessante Leute trifft man da. Und vor allem, die haben alle eine Macke. Irgendwo, die sind alle total game begeistert. Man muss sich sogar informieren über verschiedene Spiele und gucken, was gerade angesagt ist und so, damit man weiß, was die Spielefirmen wollen. Dass man sich da so ein bisschen, naja, drauf einstellt und so seinen Stil auch anpasst. Und ja, man soll jetzt nicht seinen Stil komplett umschmeißen, aber sich einfach informieren, was angesagt ist, was zurzeit für Spiele angesagt sind, zum Beispiel, wo man dann vom Stil aus her Fuß fassen kann, bei welcher Spielefirma. Ich weiß jetzt nicht, ob er das versteht, was ich erzähle. Ich versuche es alles super toll zu vermitteln. Donner. Und ja, ich hoffe, ihr versteht es. Ich verstehe mich ein bisschen. Ja, also Xenmut, ich weiß jetzt sein, ich glaube Christian, das steht auch auf der Seite, wie er wirklich heißt, Christian irgendwer. Ey, die Männer heißen alle Christian. Ich find's so lustig, die heißen alle wie mein Freund. Einfach herrlich. Naja. Ja, jedenfalls habe ich den dann kennengelernt. Der ist ganz cool.
Er ist zwar ein bisschen kritisch und, naja, sehr, sehr kritisch und sehr negativ hoch irgendwo eingestellt. Jetzt ist mein Grafiktablett schwarz geworden, weil hier Wackelkontakt ist am Kabel. Ich bin jetzt hier aus Versehen dran gekommen. Oh je. Ah, technische Probleme, ich sehe gerade nichts. Da muss ich kurz Pause drücken hier. Ja, hallo Leute, ich habe mal die Aufnahme gestoppt. Funktioniert alles? Hallo. Katze, hör auf zu nerven. Schubs nicht, Mauzi, ich will's gerade zeichnen. Was ist denn das gerade hier? Hä? Ja, irgendwie spackt der gerade rum. Hallo, hallo, hallo.